Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde. Namaste. So schön, dass ihr dabei seid. Große Freude. Ja, keine Ahnung, über was man sprechen kann oder überhaupt gesprochen wird. Heute kam bei mir dieser Impuls. Also, es gibt ja nur das Göttliche. Und dann sind all diese tollen, erwachten Menschen, die aus verschiedenen Perspektiven ihr Erwachen beleuchten, erklären, ja, oder beschreiben oder in dem Zustand, in dem sie sind, mit Non-Dualität, das hier ist niemand, das, ja, und so. Also kam bei mir heute der Impuls, dass all diese verschiedenen Richtungen, das zu beschreiben, alles Auswirkungen sind, Wirkungsweisen aus dem Göttlichen. Aber nicht das Göttliche selbst, ja, das sind Auswirkungen. Weiß nicht, ob ich das richtig sehe. Es ist eine interessante Sichtweise. Dass all dieses, es gibt alles, über das man sprechen kann, sind immer nur Perspektiven. Deswegen sagt man ja, die Wahrheit ist nicht in den Worten. Weil wenn wir Worte verwenden, verwenden wir ja schon Worte in einer Beschreibung einer bestimmten Perspektive, die auf das hinweist. Und das göttliche Selbst, was wir sind, ist frei von allen Perspektiven. Es ist die Grund-Ur-Essenz von allem. Also so sehe ich das. Und so gesehen sind alle Beschreibungen Wirkungsweisen, die erscheinen schon als Erscheinung aus der Quelle. Also somit ist all dieses Befassen oder was Menschen vielleicht helfen kann, aus bestimmten Perspektiven die zu beleuchten, der Non-Dualität, des ursprünglichen, wie auch Ramana und so darauf hingewiesen haben, dass hier ist niemand, diese Leerheit mit zwei E, dieses Leersein, das ist dann schon eine Wirkungsweise, dieses Leersein, dieser leere Raum, aus dem Göttlichen, aus der Essenz, die ist. Helmut, Ja. das hast du wunderbar beschrieben mit diesen Auswirkungen. Ähnlich habe ich das auch schon vor langem gesehen. Das ist ja genau das, was die Schöpfungsebene hier das Menschsein ausmacht. Diese Wechselwirkungen, diese scheinbaren Gegenteile, die ja alle wieder diese versteckte Harmonie zeigen und wieder in einen Gleichklang kommen. Und so ist es auch eben mit diesen non-dualen Sichtweisen. Irgendwann sind diese Erwachten, die jetzt noch da anhaften oder denken, das ist das Ende, kommen an einen Punkt, wo sie erkennen, nein, da geht es ja erst weiter, da geht es richtig los, da ist die Harmonie noch nicht eingetreten, da ist jetzt noch eine einseitige Betrachtungsweise als diese eine Auswirkung nur sehbar und das darf ich wieder in diese Harmonie ins Eins bringen. Und das finde ich mit diesem Wort Auswirkung toll. Naja, es gibt dann wahrscheinlich auch so Lehrer, Birgit, die vielleicht da hängen bleiben, dann in ihrer Sichtweise dann. Ne? Und weil sie auch zum Beispiel da so großen Zuspruch bekommen. Ja? Die bleiben so lange hängen, wie sie hängen bleiben sollen. Es geschieht ja alles. Das ist doch ganz klar. Irgendwann hängen sie da an dem Punkt und sagen sich ja, und nu, was macht es Sinn? Und dann forschen sie tiefer. Das ist ja alles dieses Spiel. Alles so lange, bis es aufhört. Ja,
Wenn wir das sehen als Seele oder Bewusstsein, was ja nicht beschränkt ist auf die menschliche Form, die erscheint, das heißt also auch diese individuelle Seele, wenn man das mal unter dem Perspektive sieht, dass die dann also karmamäßig oder dann doch, sage ich mal, wenn jemand seinen Körper verlässt und das Lernen hört nicht auf und er kommt, wird immer in einer neuen menschlichen Form wiedergeboren, dann geht das Lernen, sage ich mal, würde das weitergehen. Also da, ja, das heißt also, diese Anteile noch weiter in sich zu integrieren. Also ich meine, das ist auch nur eine Beschreibung, eine Möglichkeit. Weil es ist ja nicht gesagt, Birgit, dass jemand bis zum letzten Atemzug in seinem Erwachungsprozess an so einem Punkt kommt, wo dann diese absolute Harmonie dann ist oder wo er sieht, dass da auch noch andere Anteile sein könnten, die oder das alles in Frage stellt. Aber zum Ja. Beispiel, ja, da fällt mir ein, dieser englische Satsang-Lehrer, Bekannte, wie heißt er jetzt? Forster? Sein Vornamen hat jemand nicht. Der hat zuletzt beschrieben, dass er zurückkommt wieder in dieses Menschsein, in das ganz normale Menschsein wieder zurück. Also, das sind einige, die hier so das wieder beschreiben und wieder zurückkommen aus dem und wieder ganz Mensch sind. Ja, also auch mit all dem. Und das ist natürlich für die Menschen, die noch so auf der Suche sind und jetzt irgendwo so getriggert werden von dem, oh, hier ist niemand und so, ja. Hypnotisiert werden kann man ja auch von dieser Einstellung und von diesen Gedanken. Für die ist das natürlich dann nicht attraktiv, wenn dann jemand wieder dann in so ins normale Menschsein so zurückkehrt und sagt, ja, das kenne ich ja schon, da will ich ja gerade raus, ne? Ich bin froh, dass ich da mal weg von bin. Aber es bleibt uns nichts erspart, ne, scheinbar, in dieser menschlichen Form zu erleben. Das ist jetzt mal eine Frage. Ob uns was erspart bleibt. Und auch sage ich mal, die Zweifel, die einem ja auch immer mal wieder aufsteigen können, ne, im Geist, die haben ja auch ihre Berechtigung. Ne? Auch wenn man sie nicht so gerne so spürt. Dass dann doch immer noch Anteile vielleicht auftauchen, die einen Zweifel hervorrufen. Ist das alles so richtig? Und was soll das Ganze und so? Ne? Oder? Also Also, das das, war. also mach du mal, Entschuldigung. Nee, ruhig du erstmal. Also ich wollte nicht viel sagen, aber für mich ist Erleuchtung, so wie ich das spüre, erst der Anfang, also wie so eine Freischaltung, dass du nicht mehr, dass du praktisch im Fühlen nicht selber mehr im Wege stehst, ja, dass du nicht mehr sozusagen zusätzlich auch noch in der Welt bist und das Ganze komplett verkomplizierst. Und für mich, so also wie ich es fühle, ist, das habe ich ja auch schon mal gesagt, das Leben wie eine russische Puppe. Das heißt, du machst immer mehr auf, es geht. Es ist eine Unendlichkeit diese Ausdrücke, ja, so wie das, also Einstein hat ja auch mal referiert, dass eben die Unendlichkeit des Weltalls, ja, also was ich fühle, ist eindeutig, dass es immer und immer und immer weitergeht. Und es nicht darum geht, jetzt irgendeinen Status zu sagen, okay, ich habe jetzt mein Haus hier gebaut und das ist es jetzt, sondern der große Platz
sozusagen ominös, wo Butter auf den Elefanten kommt, Jesus auf den Esel und so weiter. Das ist eine, das ist die, dieses, diese, diese unsagbare Präsenz, wo es eben nicht darum geht, vorher schon sein Haus zu bauen, auf dem Weg dahin und sagen, so, das, ich hab's jetzt, ja. Es wäre so ähnlich, wie wenn man mit der Hand in den Strom des Wassers reingreift und sagt, so, ja, das ist jetzt hier das Wasser, aber das Wasser geht ja weiter, es fließt. Und für mich ist, deshalb betrachte ich das sehr, oder wenn ich so die sogenannten Erleuchteten, die sich da eben präsentieren auf dem Markt, und soweit ich diese erfüllen kann, auch die ganz, ganz Großen jetzt, Sai Baba, Amar und Bruno Gröning, sind die allermeisten einfach, wenn sie ganz ehrlich sind, einfach auf dem Weg. Oder sollten sie auf dem Weg sein und dementsprechend auch ganz anders artikulieren und vielleicht auch, und das finde ich an dem Herrn Foster sehr erfrischend und sehr, ich weiß jetzt nicht, man könnte ja sagen, jetzt bedient er wieder diese Emotionalien oder dieses, er spricht da davon, wieder zurückkommen, einfach an die, auf die reine Präsenz, einfach mit sein. Also, was heißt es, mit der Schöpfung wirklich mit leeren Händen da sein, in der Schöpfung, sozusagen in dem Unendlichen, heißt jetzt eben nicht die Hand sozusagen aus dem Wasser rausnehmen, so, jetzt erkläre ich euch mal, wie das, wie der Strom ist, sondern umso mehr mit allem präsent sein. Und da finde ich, das ragt der so ein bisschen raus, der Herr Forster. Ich fand das, du hast das ja selber gepostet ab und zu. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Es treibt mir die Tränen in die Augen. Und man könnte natürlich sagen, ja, das ist jetzt irgendwie wieder so eine emotionale Geschichte, wo ich eigentlich raus wollte. Aber ich würde es sagen, es geht um diese meisterhafte Präsenz mit dem, was ist. Und das ist ganz bestimmt nicht, und ganz bestimmt nicht hier, dass mir jemand erklärt, wie die Welt ist, und ich spüre ganz genau, dass der junge Mann oder die junge Frau, das ist für Menschen, die dann wieder irgendwas in Händen haben wollen und so weiter, also die Follower. Und also das, was ich spüre, ist, um es zu sagen, der Ausdruck der Unendlichkeit darf sich ruhig in der, dieser, in dem unendlichen Staunen, was ich auch in dir so ein bisschen sehe, darf sich darin widerspiegeln. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und da, und da sehe ich dann Menschen, die eben so auftreten, messe ich die an dem Nichtwissen, also an dieser, an dem, was für mich ist Wahrheit, eben dieses staunende Kind. Und dann natürlich, auch was ich mir sage, wenn ich Sai Baba oder Bruno Gröning, die erklären dir ja die Welt mit einer unglaublichen Kraft und handeln dann auch, also retten dann Flugzeuge oder was sie dann sagen, dann habe ich das gemacht, wo sie wieder in das Aktive gehen. Und da habe ich mich immer gewundert, das ist auch eine Art von Zurückkommen, dass praktisch wieder jemand handelt aus dem Nichtwissen. Ob das war jetzt auch meine Frage, die ich mal reingetragen hätte, ob dieses Zurückkommen in das Handelnde, auch in das großartige Handelnde, ob das wieder eine, ob das die nächste Stufe ist, sozusagen dann wieder. Ja, das hätte ich mal so als Frage dann später auch mal, solche unglaublichen, von mir ist auch Jesus, Sai Baba und so diese, wo sie wieder eben zum Handeln wieder zurückkommen und scheinbar eben das Gute oder dieses unfassbar Gute wieder in das Gestalterische kommt sozusagen und weg von, ja, jetzt passiert halt das, was passiert und so, also praktisch als zweite Stufe wieder jetzt wieder zurückkommen, ja, in das eigene, also um es kurz zu sagen, ich bin beeindruckt von Herrn Foster. Das beeindruckt, das rührt mich zutiefst, und so, ich kann mit diesem Non-Dualen, das ist ja nur
Von den allermeisten Lehrern ist das ja erstmal eine Freischaltung und die sind ganz von sich, wie soll ich sagen, da ist immer noch so dieses Greifen von Non-Dual, also dieses Greifen, seht her, ich bin freigeschaltet und es ist alles, nee, das ist für mich eine Anfängerstufe. Also jetzt, Entschuldigung, jetzt soll ich nicht arrogant, aber das ist für mich der Beginn überhaupt von sein, wo ich nicht im Wege stehe erstmal, wo ich dann wirklich sagen kann, ich sehe jetzt erstmal, worum es wirklich geht und bin freigeschaltet so. Und dann sieht man den unendlichen Raum und wer dann wieder was greifen will, damit die Follower dann nicht überfordert sind. Und ich sehe, es geht unendlich weiter. Also das ist das, was ich fühle. Und ja, mehr wollte ich jetzt auch nicht. Ja, danke. Sehr schön, danke schön, Stefan. Anfang, kein Ende. Und ich denke, wir sind einfach in dieser menschlichen Form hier, ja, so mit allem Menschsein einfach ausmacht, ja. Aber wir sind einfach die gebündelte Energie Mensch in dieser Form und letztendlich sind wir aber auch gleich. Ja, und ich denke, andere können einem vielleicht eine gute Inspiration geben oder dass man einfach doch mal mehr hinschaut oder mehr zu sich kommt. Ja, so, aber die letztendliche Wahrheit, die kann nur jeder für sich finden, in sich, in seinem Herzen, in seiner Liebe zu allem, was ist. Und ja, es kann niemand sagen, wie es funktioniert, ja. Und manches ist inspirierend, manches ist sehr, ich sag mal, sehr geschäftstüchtig und ja, dann das einfach weiterziehen lasse. Und ich denke, alles hat seine Bestimmung in diesem Leben, ja. So, ich sehe es gerade wirklich so einfach. Also ich glaube, so einfach habe ich noch nie mein Leben, was heißt mein Leben, das Leben gelebt, ja. Ja. Und es ist absolute Freiheit, einfach nicht mehr auf der Suche zu sein. Und ja, und ich finde es schön. Ich habe wirklich schöne Begegnungen oder keine Begegnungen, aber irgendwie habe ich doch immer Begegnungen mit allem, was ist. Ja, das ist das Ding. Die Suche hört auf, das ist klar. Ja? Also das ist der einzige Punkt eigentlich, was Erwachen irgendwo erzeugt, bis es dass die Suche aufhört. Das bedeutet aber nicht eben, dass neue Impulse einfließen können und dadurch wieder sich der Mensch weiterentwickelt, auch mehr in der Herz berührt sein. Also ist nicht die Suche nach dem Herz, sondern es geschieht einfach. Dann aus so einer Entwicklung heraus. So könnte man es vielleicht beschreiben. Birgit hat ja eben davon gesprochen. Ne? Birgit mit dem Sein, mit diesem entwickelt, dass Menschen sich da weiterentwickeln. Und du hattest vorhin, als ich erstmal noch was sagen wollte, gesagt, ob da irgendwelche Zweifel wären. Jetzt gehe ich mal bloß in meine Wahrnehmung und sage nein, weil ich mir sowas von bewusst bin, in der Anbindung bin ich geführt. Ich werde geführt, wenn es meine Zeit ist, dort und dorthin geführt zu werden, wenn ich in der Anbindung bin. Und Zweifel kommen ja nur, wenn ja, der Verstand ja hängt ja immer rum, wenn ich den wieder mal grad packen will. Wenn ich das eben nicht tue, kann ich gar nicht zweifeln. Und für mich wurde sehbar, dass es ein Evolutionsschritt darstellt. Ich muss jetzt, ja, jetzt kriege ich gerade die Worte nicht von, ja, das muss ich selber, ich bin so still heute. Für mich war es sehbar, dass der Punkt des Erkennens, wie es vorhin Stefan so schön gesagt hat, ein Anfang ist, der dann in die Tiefe geht und in einer bestimmten Tiefe
ist sehbar, dass es gewollt ist, diese Seinsliebe ins Menschsein wiederzubringen, nach dem Christusbewusstsein allliebend zu sein. Wir werden es ja nicht, wir sind es ja eigentlich. Und diese Liebe sich selbst ausdehnen zu lassen. Und dann sind wir bei dem, was der Stefan vorhin gesagt hat. Ich sehe es nicht so, dass wir dann wieder in ein Handeln kommen, sondern ich sehe die Liebe des Selbst als ist, sich ausdehnend auf die, die noch der Liebe bedürfen, als ausdienen, weil es gibt ja kein Handelnden. Es ist ja nur diese Liebe. Ich dehne sie aus. Sobald ich, was ich auch bei vielen, vielen bekannten Erleuchteten wahrnehme, sobald die sich hinstellen und sagen, ich bin der Handelnde, ich schenke dir Frieden, ich heile dich, ich erkläre dir die Veden, ich baue irgendwas und führt dazu vielem und großem Erwachen, da ist dann wieder ein Ego drin versteckt und geboren. Und gerade das ist ja das Christusbewusstsein, was dieses gerade ausschließt und sagt, da wo Hilfe ist, wo du jemanden siehst, aber aus der Liebe, nicht als bedürftig, dehnst du aus. Ja, und dann lässt du geschehen, was geschehen soll. Dann heißt es halt nicht, der Körper soll geheilt werden, sondern dann heißt es, vielleicht muss der Körper erstmal durch dieses Leid gehen, um sich selbst zu heilen. Und diese Entscheidung kann ja ein Erwachter gar nicht haben. Das entscheidet ja das Selbst der höchsten Instanz. Es ist, geht weiter für mich in meiner Wahrnehmung im Geschehen lassen bleiben, aber wirklich in dieser Liebe, die sich ja durch das Menschsein immer mehr festigt. Das ist ja nicht von Anfang an da. Also für mich war es ein Reinrutschen. Ich habe nicht mal einen Punkt, wo ich sagen kann, da ist es passiert, weil ich ja vorher schon sehr viel sah, schon immer und viel spürte. Dann ist es so, ich sah dann zwar mehr und klar, aber das ging so, ich bin da so reingerutscht, ja. Aber es ist ein Hineinwachsen, auch ob man gleitet oder ob das spontan geschieht. Und wie es der Stefan so schön sagte, ein anders Beginn, wenn ich von Beginn überhaupt sprechen kann. Ja? Es ist, wird nie aufhören, dass wir darin uns hineinlernen, hineinbegeben. Die Hingabe ist ja schon in dieser Liebe enthalten, die entfällt ja, die ist ja dann schon automatisch da, aber dieses Folgen und nicht plötzlich denken, da hängt ja noch das Ego, ich bin Mensch und das hängt ja da, weil ich ja für gewisse Dinge brauche, jetzt greife ich es mir mal. Nee, so nicht. Ich glaube auch nicht, dass ein Bruno Gröning entscheiden konnte, ich heile jetzt den und den, da waren vielleicht Tausende da, einige haben die Energien erreicht und die, die eben durch diesen Schmerz erstmal zu gehen hatten, die wurden vielleicht blieben unerreicht. Denn der Schmerz und das Leid hat ja auch einen Sinn. Der hat einen tiefen Sinn. Und ich bin heute dankbar für die allerletzte Krankheit, die ich hatte, so, also die ich jetzt hatte, hoffentlich die letzte, aber ich habe so viel darin erkannt und noch weiter erkannt und tiefer geschaut. Und wenn ich das jetzt nicht hätte, hätte ich vielleicht gar nicht so tief schon schauen können oder sehen können oder wie auch immer. Ich weiß, ich kann das nicht in Worte fassen. Da kommt ja dann immer mehr, wo du so rein fällst und ich habe es ja schon mal versucht zu erklären, dieses Unermessliche muss ja auch erstmal erfasst werden und das ist ein Prozess und darum hören wir da nie auf, glaube ich. Hört nie auf, nein, ist endlos. Und das Menschsein in Liebe, denke ich, dass das sehr wesentlich ist. Denn das Christusbewusstsein hat es uns ja vorgelebt. Ich denke schon, dass ich da, dass das richtig ist und frei von Zweifeln. Und ich bin auch froh, dass ich, als ich nach dem Erwachen gemerkt habe, ja,
ja, da ist nichts, was, ja, und niemand. Dann habe ich so innerlich gesagt, ja, was? Und nun? Was mache ich jetzt denn hier noch? Und ich bin ja noch hier. Also ich nicht als Person, aber mein Körper ist da, der auch das Bewusstsein ist. Ja, der ist ja nicht sinnfrei da. Dann hätte ich ja abgeschaltet werden können körperlich. Ah, hallo. Also. Ja, Zweifel erscheinen nur im Geist, ne? Also im Verstandesgeist, wenn sie erscheinen. Also der Verstandesgeist kann ja nur zweifeln. Ne? Das ist seine Natur. Aber man sagt ja auch Jesus am Kreuz, ne? Da kam ja auch noch dieser Moment, Herr, warum hast du mich verlassen? Das als Metapher vielleicht. Nochmal einmal kurz ein Schatten, bevor dann nochmal wieder ein weiteres sich hingeben passiert ist. Ein tieferes Einlassen geschieht. Manchmal kann ja sein, dass wenn der Verstandesgeist nochmal erscheint mit einer Kraft, dass das auch genau wie eine Krankheit auch einen wieder dahin führen kann, wieder noch tiefer zu gehen. Also ja, also es muss ja nicht ein Nachteil sein, dass der Verstandesgeist immer noch mal doch mal ganz schwer irgendwo Emotionen oder so auslöst, von Depression hin bis weiß ich was, ja. Das ist auch, hat ja dann auch seinen Zweck und seinen Sinn. Ich glaube, dass wir, glaube ich, kaum die geringste Ahnung haben, wie viel es eigentlich noch weitergeht. Weil wenn man das jetzt mal ansieht, also von den Menschen, die also aurisch, sagen wir mal, die Menschen sehen, die sprechen ja davon, dass es praktisch der Körper, also unser eigentlicher Körper, nur der siebte Körper ist und drüber eben astrale, emotionale, mentale Körper sozusagen, wo wenn man zum Beispiel jetzt Krankheiten bekommt, sieht man die schon und physisch ist noch nicht mal, sagen wir mal jetzt Krebs oder so. Physisch würde der Arzt sagen, da ist nichts. Aber die haben sich schon sozusagen durch die äußeren oder durch die Körper schon, sagen wir mal, sieht man schon Löcher und. Also ich kenne Menschen, die das sehen. Und demzufolge glaube ich, dass es eine schier unendliche Möglichkeit der Präsenz gibt, der Veräußerlichung, der sich der Liebe dieses gleißenden Lichts anzuvertrauen, dass man Liebe nennen kann, dass es schier unvorstellbar ist, die Entwicklung und die Hineinlassen von neuen Verbindungen. Es gibt ja auch so eine, das, was ich in den 90ern gehört habe, es gab einen Dr. Caligari, den kennt kaum jemand, und der hat erforscht, dass der Mensch, also der Körper, aus Placken besteht, aus unendlich vielen Hautabschnitten sozusagen, die wiederum mit verschiedenen, mit dem ganzen Kosmos in Verbindung stehen sozusagen. Und ich habe mir das damals schon, habe das als, das, ich glaube, das ist, weiß nicht, ob das sehr akzeptiert ist oder so, aber es war für mich schon mal 100% klar, dass das so ist. Und diese Unendlichkeit der Galaxien, die Unendlichkeit der Möglichkeiten, sich zu verbinden. Also ich, wie gesagt, ich bin ja auch so ein bisschen Bruno Gröning-Fan zwischendurch gewesen. Jetzt komme ich wieder ein bisschen ab, weil ich mehr dir mit dir so mehr in Verbindung stehe und Satsang eigentlich meine Herkunft ist, auch Indien und so. Und um es kurz zu machen, ich glaube, wir haben Nein. können nur durch dieses wieder zurückkommen, so wie das der Herr Foster macht, hinkommen in das Mitschwingen von
konkreten, also von Dingen, wenn ich jemanden vor mir habe, der ist leidend und dem erzähle ich dann, ja, pass mal auf, das ist so relativ dein Leid und du bist eigentlich gar nicht wirklich und so weiter, dann ist das eher eine Ohrfeige für denjenigen, der vor mir ist. Und es geht darum, bis ins kleinste Mark, für mich jetzt sehe ich das so ein bisschen, und ich hoffe, ich werde noch dahin geführt, dass ich das erleben darf, mit dem, was ist, mitzuschwingen, mit dem größten Ungemach, genauso mit dem größten, ja, wir orientieren uns ja eher an den tollen Schwingungen und so weiter, aber da sehe ich für mich ganz, ganz viel Spielraum und deshalb fange ich mal ganz, ganz klein an. Das ist die wahre Demut für mich, die aus dem Herzen kommt. Und deshalb ist so dieses auch, was Bruno Gröning ausgedrückt hat, dass er hat immer davon gesprochen, ich bin der Kleinste unter euch. Ich bin der, das ist eben diese, was du mit dem Herrn Foster, und das rührt mich zu Tränen und nicht nur jetzt Emotionalien so, sondern das ist für mich wirklich eine Herausforderung oder das ist für mich wahres Sein und deshalb ist es für mich relativ langweilig auf die Dauer, Non-Duality Leuten zuzuhören, ist für mich, und deshalb bin ich auch bei dir, weil du mir eher so diese Möglichkeit gibst, in diesem Kindlichen, in diesem Nichtsein zu erforschen, mit uns allen ist das ist für mich mehr stimmig einfach. Ja, mitfühlend bleiben. Ne? Ja. Mitfühlend bleiben. Im Nichtwissen mitfühlend bleiben und mit dem sein, was sich für dich zeigt im Alltag. Für uns zeigt. Also, ne? Und damit mitfühlend bleiben und da in diesem Staunen bleiben und in dieser mit offenen Armen mit dem Sein. Ja. Ohne anstrengend, ohne dass es Bemühung braucht. Ja, also um ein müheloses, auch tatsächlich ein absichtsloses Mitfühlenssein. Es ist ein ganz neutrales Mitfühlen. Nicht aus einem persönlichen heraus, nicht aus einer Identität heraus, nicht aus einem, weil Identität dann immer schon wieder, wie wir ja alle so das kennen, dann ist ein Greifen, Ego greift nach was, an Erhalten und so weiter. Es gibt ja nichts zu halten. Das ist ein fließendes Mitfühlen, das Sein, so Mitfühlen zu sein wie der Windzug, der vorbeizieht. Und auch mit diesem Spüren, ja, das ist eben, das ist ja auch alles das Göttliche, ne? Das Göttliche ist im Wind, es ist in den Blättern, es ist in den Tieren, es ist in jedem, was uns begegnet. Und alles, was wir sehen, ist diese eine Einheit. Und je mitfühlender wir werden mit all dem, umso mehr wird dieses Licht aus diesem Mitfühlenden von uns verbreitet sich absichtslos von selbst. Allen Herausforderungen zum Trotz. Und das Schöne ist ja in solchen Treffen, auch Satsang oder hier, diese Be Begegnung, Darshan, das Göttliche, mit dem Göttlichen. Wir sind nicht alleine. Ne? Das spüren wir ja. Wir sind eine Seelengemeinschaft, wenn man so will, also diese Bewusstseinsgemeinschaft, die auf diesem gleichen Weg ist. Keiner ist mehr, weder Helmut noch sonst jemand. Keiner steht über einen anderen, sondern wir sind alle gleich im gleichen Boot. Ja, und es gibt keinen, der irgendwo das steuert, das Boot, weil es fließt einfach über den Fluss des Lebens, des göttlichen Lebens dahin, wo es uns hinführt. Wir wissen es nicht.
Aber das ist diese Herzverbindung, die wir so haben in diesem mitfühlenden Miteinander. Das ist doch das Entscheidende, dass man nicht spürt, ja, wir sind hier, wir werden getragen durch das Göttliche, das uns hier auch so vereint in dieser Gemeinschaft. Und wir können gar nicht mehr anders sein, so, also wie wir sind. Ne? Geht ja gar nicht mehr anders. Das ist so, das ist ja so berührend. Seid berührt davon, dass ihr gar keine andere Möglichkeit mehr habt, als einfach mitfließen mit dem, mit dieser Herzensenergie. Und für den einen oder anderen, da wo immer noch so Todeserfahrungen sein können, kann ja immer wieder auftauchen, ne? Todeserfahrungen in dieser menschlichen Form. Ja, jeder Todeserfahrung wieder neu zu begegnen, einfach nur dein Wille geschehe und stirbst hinein, wieder stirbst hinein. Im alltäglichen Sein. Und das ist ja so ein Wunder und Staunen, dass überhaupt noch was ist. Ne? Dass man, dann kommt wieder dieses, wow, wir sind ja immer noch hier. Ne? Das ist ja eigentlich auch ein Wunder. Das könnte ja genauso gut sein, dass wir schon gar nicht mehr hier sind, in diesem Körper. Ja? Und das, was noch alles so, dass wir dieses Glück und diese Seligkeit noch überhaupt noch genießen können, mit dieses Licht und diese Liebe zu spüren und dann und so mitfühlen zu sein, so eine Gnade. Ne? Das ist die alltägliche Gnade, die uns täglich, wie das tägliche Brot uns erfasst. Mir kommt noch eines, gerade so spontan. Für mich ist es immer darum gegangen, nicht die Weite in der Weite zu finden, sondern die Weite in der Enge. Das heißt, im Körper selber, in den ganzen Abhängigkeiten, in den ganzen auch teilweise ja Durchschnittlichkeiten. Plötzlich Gewünscht. emotionalen Dingen, die wieder auftauchen. Es gab ja auch mal den Satz, wenn du glaubst, erleuchtet zu sein, dann geh mal 2 Wochen aufs Engste mit deiner Familie, mit deiner Ursprungsfamilie mal wieder, leb mit der mal. Ja. Ja, wo der Prophet im eigenen Lande ja nichts gilt, sozusagen. Und das zeigt dir dann eindeutiger, wie Non-Duality-mäßig du also drauf bist, sondern es geht wirklich darum, in der Enge die Weite zu finden. Ja, so wie Gandhi oder so diese auch auf der politischen Ebene, was man eben so kennt von der Vita Mandela, die wurden ja ziemlich in Gefängnisse eingesperrt erstmal, in weniger luxuriöser am Anfang und haben da sicherlich sehr profitiert in ihrer 2x3 Meter Zelle und einfach. Es hilft nichts, dir ständig die Weite zu erklären oder wie toll wir sind, sondern einfach wieder Basics im Körper, in dieser wirklich auch Abhängigkeit im Körper zu sein, Bedingtheit, in dieser Bedingung. genau, in dieser Bedingtheit, ja, genau. Das ist immer diese Sehnung nach dem Spirituellen, nach dem Bedingungslosen. Ne? Und dann wieder sich vorzuführen in dieser Bedingtheit wieder. Ja? Ganz genau. Mit den Umständen bedingt sein, mit den Gegebenheiten, mit der Bedingtheit, mit den Krankheiten der Bedingtheit, den Einschränkungen der Bedingtheit. Ne? Mit der Antriebslosigkeit, ne, wo wir in der Bedingtheit, mit dem auch so zu sein. Und ne, Antonio heute darüber, am Anfang darüber gesprochen. Ja, und das einfach, diese Bedingtheit immer wieder darin die Weite, dem Raum geben.
was du erlebst in der Bedingtheit. Allem Raum geben. Allem dem Raum ist ja eine andere Beschreibung, allem dem Göttlichen übergeben. Es gehört alles dem Göttlichen. Uns gehört nichts. Wir haben nichts Eigenes. Auch die Bedingtheit, es gehört alles wieder in diese Weite, in dieses Göttliche. Und auch die schönen Dinge, die wir erleben, alles gehört dem Göttlichen. Unsere Seligkeit, unsere Liebe, unser mitfühlendes Sein. Nichts ist ausgeschlossen, alles übergeben. Immer wieder ein ständiges Fließen. Wieso, wie das Leben fließt, ist auch dieses Übergeben. Ja, heute habe ich mal wieder so reingehört. Dann heute Mittag, also Mittag ist ja bei mir eine andere Zeit, vor 6, 7 Stunden. Da beim Mittagessen schaue ich immer bei YouTube schon mal rein und dann auch so bestimmte Satsang-Ausrichtungen, die da angeboten werden. Und dann sind dann immer ich bin da immer erstaunt, wie man immer das Gleiche sich immer wieder anhören kann. Und da ist ja, ist ja, kommt nichts mehr als immer wieder in diesem non-dualen Sprache, dann das ist schon alles und das ist nichts und so. Ja, da kann man sich auch mit hypnotisieren lassen, mit diesem. Ich selbst habe ihn da auch mal, ich habe mich mal so reingesteigert in dieses Non-Duale. Also man kann sich da reinfallen lassen in dieses Non-Duale und dann auch das so zu erleben. Du gehst und da ist niemand, der geht. Ne? Da ist dann einfach nur Gehen. Das kannst du mal so ausprobieren. Das funktioniert. Ja? Oder da ist Schauen und da ist niemand, der schaut, da ist nur Schauen. Und da ist aber niemand und so. Aber das ist eben. Nicht, das ist ein Spiel, ja. Das ist ein Spiel, im göttlichen Spiel. Das sind alles Spiele. Denn nur eine Sache, warum geht es denn jetzt bei den wirklichen Ikonen, sagen wir mal, wie Jesus, also irgendwelche Namen, die man kennt, warum geht es denn bei denen immer ums Mitgefühl eigentlich? Es geht doch bei denen, auch bei Bruno Gröning, Sai Baba oder diesen Amma besonders, da geht es eigentlich, ehrlich gesagt, nur ums Mitgefühl. Die würden gar nicht so reden, wie jetzt die Non-Duality-Leute, die man jetzt hier auf YouTube sieht, die reden nicht so, sondern da geht es für mich, also ums mit dem anderen Sein und dem dadurch, dass man selber so viel Content, so viel reinlassen kann, sozusagen, und dem sozusagen dem erleicht, also sagen wir mal, Hilfestellung geben, sozusagen, denn jeder möchte ja eigentlich nur gesehen oder gefühlt werden, akzeptiert werden, so wie man ist. Ja, auch, also der Kranke, Schwache, der Verwirrte, der Massenmörder, der nur sein Leben lang in Heimen war. Wenn du da dann kommst, sagen wir mal, ist alles nichts und dies und das, klar, der hat vielleicht auch eine Öffnung im Todestrakt, sozusagen. Das wird ja oft auch berichtet, dass die einfach, bevor sie dann eben dann so richtig dran, also ihr Leben verlieren, wirklich das nochmal schauen. Aber das ist einfach, wie ich schon sagte, einfach eine Freischaltung für mich. Eine unheimliche Erleichterung erstmal zu sehen, ich nicht der ganze Ballast, dass der ganze Ballast erstmal abfällt und ich dann offen bin als Kanal für auch diese Liebe Gottes, sage ich jetzt mal, für diese Liebe des Universums, für diese und das dann containen kann, also das ertrage, dass das, ich kann es an mich ranlassen und kann es durch mich durchlassen
und kann es Ja. eben an andere, durch meine Ausrichtung auf die, kann das weiterleiten sozusagen. Ja, ich kann es, denn die meisten haben ja, würden ja, sind ja oft auch, haben ja Angst, diese Liebe überhaupt erstmal in sich zu spüren und durchzulassen. Das ist ja ein ganz, ganz großer Aspekt. Ja, das wollte ich sagen. Ich denke, da Ja. fällt auch jedes Machen weg. Also dieses Machen, da gibt es nichts zu machen, ja. Es passiert einfach, ja. Also dieses Machen oder irgendwie für oder wie auch immer, nee. Ich sehe das so nicht. Nein, nein, es passiert, ich nicht machen. Ich habe es vielleicht so da mich ungeschickt ausgedrückt, aber es passiert. Ja. Ja, fein. Schön. Ja, wer den Impuls spürt, was mitzuteilen, gerne. Leben hört nie auf, was wir sind, und das Mitfühlende in diesem endlosen Leben hört auch nicht auf. Es gibt ja dann auch so Thesen, die dann davon sprechen, dass also ab einem bestimmten Erwachungszustand oder Erleuchtungszustand jemand selbst dann die in der Verkörperung, in der menschlichen Verkörperung, die Entscheidung treffen könnte, nochmal wiedergeboren zu werden. Ne? Das ist natürlich auch nur ein Konzept, zuerst mal. Aber wie kann man, wenn man so erkennt in diesem Mitfühlenden als diese göttliche Liebe selbst zu sein, wie kann man dann diese Entscheidung treffen, nicht mehr wiederzukommen?
Weil dieses, so wie ich es so erlebe, diese Kraft des mitfühlenden Herzens, das ist ja unendlich und das ist das Leben ja selbst. Da auch in diesem göttlichen Licht, solange das Göttliche erscheint in allen Erscheinungen, solange ist auch dann diese menschliche Verkörperung immer wieder auch hier anwesend in diesem, was als Leben erfahren wird. Sehr ernste Themen heute, ja, ne? Alles nicht so ernst. Sieht nur so aus. Ja, ich wollte noch sagen, mir fällt gerade das Beispiel von Ram Dass, vielleicht kennt den ein oder andere. Der hat ja früher, wenn er seine Vorträge gemacht hat, da kam ja, oder der vom Werdegang kam der ja zur Erleuchtung, weil sein Meister in Indien, also ein ganz toller Typ, ihn gefragt hatte: Ram Dass, do you know what unconditional love is? Ich sagte, no, no. Und dann hat er einfach die Hand auf sein Herz gehalten und alles flog weg. Und das ist so eine schöne, liebevolle Geschichte. Aber er ging dann in die USA zurück und wenn man seinen Vorträgen zuhört, er redete so schnell immer, man konnte ihm kaum folgen. Also er sprudelte irgendwie über. Und dann gab sein Körper ihm Grenzen. Er hat einen ganz schweren Schlaganfall bekommen. Und wenn man ihm dann zuhört, man konnte ihm da danach, und er sprach ganz anders dann, ganz anders folgen, wesentlich tiefer. Und er hat auch selber gesagt, dass er durch diese neue Einschränkung, der Körper hat ihn eben so eingeschränkt, dass er hat eine ganz andere Tiefe gefunden, eine ganz andere Ruhe. Und was ich damit sagen will, ist so dieses, alles, was uns begegnet und in der Akzeptanz des Körpers, da ist nicht drüber zu gehen. Gut, das war ihm vielleicht auch nicht möglich, weil er dann wirklich auch Hilfe annehmen musste, tägliche Hilfe. Aber es hat ihn nochmal in einen ganz anderen Orbis reingebracht. Und das finde ich so schön, sowohl demjenigen, der das Glück hat, ihm zuhören zu können, dann, weil du ihm dann folgen konntest und ja, so diese menschliche, durch diese Begrenzung des Körpers seiende
diese Begrenzung geben und dann diese unheimliche Erweiterung nochmal im Inneren. Das fand ich so ein schönes Bild, das ist mir gerade eingefallen, dass es was für eine Gnade ist, eben durch diesen Körper richtig gehen hingeführt zu werden aufs nächste Level, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, wunderbar, ja. Das ist ja auch, was Birgit erfahren hat, ne? Ja, die körperliche Begrenzung wird erweiternd. Bewusstseinserweiternd nochmal. Ja, führt dich einfach tiefer. Macht dich in allem bewusster. Ich jetzt zum Beispiel, die ich, wenn ich das so im Nachhinein betrachte, oftmals neben dem Essen noch was anderes machte oder Essen einfach nach dem Gaumen Genuss auswählte, jetzt plötzlich alles nur noch mit Schmerzen esse, esse ich sehr, sehr langsam und wahnsinnig bewusst, bin dann das Essen selber praktisch. Das ist auch wieder eine Erfahrung in einer Erfahrung durch diese körperliche Begrenzung. Und dieses Kranksein dürfen, sage ich mittlerweile ja, hat mir so viel Neues eröffnet und ich bin in allem, in jeder Bewegung natürlich, weil ich sehr eingeschränkt bin, im Essen, in allem so gezwungen, ins Bewusstsein alles zu gehen oder dort drin zu bleiben, was ich vorher öfter vielleicht mal vergessen habe. Und das ist ja nur ein Punkt. Eine körperliche Begrenzung, die wird dir, also nach meiner Wahrnehmung, immer nur so weit auferlegt, wie du sie packen kannst, für ein Weiterkommen, tiefer kommen. Denn da glaube ich jetzt wieder an das, was immer in der Bibel steht. Dir wird immer das auferlegt, was du tragen kannst. Und alles, was dir gegeben wird, in welcher Form auch immer, wird dir nur aus der Liebe gegeben. Darum darfst du dann umschöpfen, also anders schöpfen, tiefer schöpfen. Du wirst wie es der Stefan jetzt auch wieder gesagt hat, so schön, fand ich wunderbar, ich war so tief berührt, in weitere Ebenen geführt, in die Tiefe. Drum ist eine körperliche Begrenzung, die kann ein Segen sein, die dich noch immer hin gewissermaßen mobil hält, aber einfach bewusst hält. Wunderbar, tief berührend, auch Worte. So wunderbar, wenn diese Gedanken in unser Bewusstsein einfließen. In unser System, auch in unserem ganzen Nervensystem, all dem. Und diese Kraft zu spüren, die durch dieses Bewusstsein geschieht. Ja, tief berührend, liebe Freunde, unsere Begegnung heute. Immer wieder anders, immer wieder neu, immer wieder unbekannt. Und dann danke ich euch für euer mit mir sein, mit uns sein, mit diesem Teilen von euch. Mitteilen von uns hier, euer Einbringen und vielleicht sehen wir uns dann wieder das nächste Mal am nächsten Sonntag, 14 Uhr.
Zeit. Vielen, vielen Dank. Und euch noch ein tiefes, tiefes Sein in der Liebe, die ihr seid in diesem und am heutigen Tag. Dann Dankeschön. Herzensdank. Dankeschön.